Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß, das ist echt lange her. Ich war voll im Umzugsstress. Was soll ich sagen? Ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen. Ich weiß auch nicht, wie das Licht jetzt hier ist. Ich bin jetzt im Wohnzimmer. Ich möchte in Zukunft meine Videos aber im Schlafzimmer drehen. Da habe ich dann auch meine Nagellack im Hintergrund und so. Und eigentlich gefällt mir das ganz gut. Aber mein Freund schläft noch. Darum kann ich da jetzt gerade nicht hin. Ja, ich sitze jetzt im Wohnzimmer. Vor mir sind eigentlich viele Fenster. Aber wenn ich mich jetzt hier so im Display angucke, sehe ich sehr dunkel aus. Vielleicht kann ich das etwas aufhellen noch. Wir werden sehen. Ja, wie dem auch sei, was war los? Ich bin umgezogen. Ich habe ja heute, ich weiß nicht, wann dieses Video jetzt hochkommt, hochgeladen wird, habe ich ja ein kleines Video über meine neue Wohnung hochgeladen. Da ist alles noch sehr leer. Mittlerweile steht hier alles schon drin. Wir haben auch schon echt viel geschafft. Es war ein Kampf mit manchen Sachen. Manche Sachen sind gut gegangen, manche waren weniger gut. Und ich habe gedacht, ich erzähle mal einfach so ein bisschen, was so in letzter Zeit bei mir los war. Ja, das wird jetzt einfach ein bisschen ein Plapper-Laber-Video. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ja, wir sind mittlerweile, glaube ich, jetzt schon 3 Wochen in der neuen Wohnung. Wir hatten davon 1,5 Wochen keine Küche. Das war auch mega der Act. Also wir hatten jemanden, wie sagt man denn, engagiert, der die Küche abbaut und hier rüberbringt. Genauso wie unseren großen Kleiderschrank. Wir haben eben so einen großen von Ikea und die Teile sind übelst schwer und ich kann sowas nicht tragen. Ja, dann haben wir die eben beauftragt. Die haben uns die Sachen hier rübergebracht. Die Küche mussten wir aber erstmal unaufgebaut lassen, weil wir haben eine neue Arbeitsplatte gebraucht. Wir haben nämlich einen komplett anderen Grundriss in der Küche als in der Wohnung davor. In der Wohnung davor waren 2 Seiten mit Arbeitsfläche. Und jetzt haben wir quasi so eine Küche, wenn ihr versteht, was ich meine. Und wir brauchten eine neue Arbeitsfläche. Vor allem wollte ich auch eine neue Arbeitsfläche haben, weil wir hatten davor echt Holz und Leute, es ist eine Katastrophe. Also wenn ihr nicht wirklich jede Woche einölen wollt, empfehle ich euch keine Echtholzplatte. Also uns ist einmal die Sojasauce zum Beispiel umgefallen und wir hatten einfach diesen schwarzen Fleck. Ich meine, natürlich kannst du dann anfangen, da zu schleifen und weiß ich nicht was, aber wer hat die Zeit und die Lust dazu, ganz ehrlich. Wir haben jetzt Nussbaumimitat, das sieht sehr schön aus. Ich habe da auch schon ein Bild bei Instagram gepostet. Mein Profil findet ihr unten in der Infobox und da könnt ihr ja mal gucken. Und ich bin sehr zufrieden. Es ist ein dunklerer Holzton als das zuvor, aber ich finde es trotzdem total schick. Und es ist mega pflegeleicht. Also mit einem Wisch ist alles weg. Es ist der Wahnsinn. Also wir hatten ja, wie gesagt, die Echtholzplatte und das war wirklich übelst der Eck. Du konntest nicht mal spülen und was hinstellen, weil die Wasserflecken haben eben auch Flecken verursacht. Das heißt, du musst es gleich wieder trocken machen und ich weiß nicht, für mich war das einfach nichts. Vielleicht seid ihr solche Leute, die denen das egal ist, weil ich meine, es sieht schön aus, ne? Aber für mich war das nichts. Der Typ, der eben dann die Küche hier abgebaut hatte und rübergebracht hatte, sollte die dann auch wieder aufbauen. Wir konnten ihn dann irgendwie eine Woche lang überhaupt nicht wirklich erreichen. Er hatte dann immer irgendwelche anderen Ausreden. Wir hatten die Person bei eBay Kleinanzeigen gefunden. Vorsicht bitte bei der Wahl. Und im Endeffekt haben wir uns dann für jemand anderen entschieden, der uns die Küche jetzt aufgebaut hat. Und ich bin super happy mit der Küche. Ohne Küche war natürlich auch mega bescheiden. Scheibenkleister, weil wir konnten nicht kochen, wir mussten immer irgendwie was bestellen oder was holen oder Brot und sowas essen und irgendwie, ich weiß nicht, mir hat das auf jeden Fall sehr gefehlt, das Kochen. Ja, die haben wir jetzt aber. Der Garten, der sieht nach wie vor noch sehr wild aus. Ich habe ja in dem Video euch den Garten gezeigt gehabt. Ihr könnt es euch ja vielleicht nochmal angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Dieses ganze Gestrüpp, was eben da an der Wand war, das ist eine Clematis, die jetzt auch ein paar Blüten noch bekommen hat. Ich weiß gar nicht, lasst mich mal eben rausgucken, ob die noch blühen. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, sie zu behalten, weil eigentlich ist sie ganz schön. Vielleicht ein bisschen hier und da was abschnibbeln, aber ansonsten werde ich sie auf jeden Fall behalten. Die ganzen anderen Sachen werden aber rausgerissen aus der Erde, weil ich habe, ich war einkaufen. Ich habe Tulpenzwiebeln gekauft. Die kann ich euch eigentlich mal gerade zeigen. Wieso nicht? Ja, ich werde auf jeden Fall alles rausreißen, weil ich Blumenzwiebeln stecken muss. Stecken, sagt man da, ne? Und ich bin etwas ausgerastet, muss ich sagen.
Ich habe diese ganze Tüte voll mit Blumenzwiebeln. Ich zeige sie euch, weil die so schön sind. Diese Tasche hier gibt es übrigens bei Rossmann. Die fand ich auch mega. So, dann wollen wir mal. Ich werde sie euch mal ganz kurz zeigen, weil vielleicht wollt ihr sie ja nachkaufen. Also, ich habe sie gekauft bei Obi, dann bei Augsburg. Ja, bei Augsburg, das ist auch ein Gartenmarkt. Ich weiß nicht, ob es den bei euch in der Nähe gibt. Und ich glaube, das war's. Falls doch noch woanders, sage ich euch das. Erstmal diese wunderschöne Tulpe hier. Obi. 10 Tulpen. Ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet haben. Ich denke so zwischen 2 und 4 Euro. So ungefähr. Dann habe ich hier Ranunkeln. Auch von Obi. Dann Papageientulpen in verschiedenen Farben. Die hatte ich dieses Jahr auch mal gepostet gehabt. Ich glaube, da hatte ich die Orangenen, diese hier. Und da meinte jemand, ja, mir fallen die Tulpen, aber die Farbe nicht. Schaut mal, was es da für verschiedene Farben gibt. Ich war begeistert. Das war auch Obi. Dann habe ich hier die Tulpe Foxtrot. Die haben ja auch so tolle Namen. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, die habe ich doch gerade schon gesehen, aber die sind unterschiedlich, ich schwöre es. Die waren auch von Obi oder doch von Augsburg. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall findet diese entweder bei Obi oder bei Augsburg. Dann habe ich hier Märzenbecher, Schneeglöckchen und dann zu guter Letzt habe ich noch gedacht, eine weiße Tulpe wäre auch noch schön. Tada! Ja. Also, wie ihr seht, ich bin komplett ausgerastet. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich habe keine Krokusse, weil ich finde die in Lila nicht so schön und in Orange passen die jetzt irgendwie nicht so... Nee, andersrum. Ich finde die in Orange nicht so schön und in Lila passen die jetzt irgendwie nicht so in mein Farbschema. Deswegen habe ich keine Krokusse. Aber ich weiß eh noch nicht, ob ich das alles in meinem Garten unterbringe, weil es sind wirklich viele Sachen. Ja. Das war mein kleiner Blumenzwiebel-Haul. Und ich habe jetzt in 2 Wochen eine Woche frei und da werde ich mich voll und ganz um meinen Garten kümmern. Der wird auf Vordermann gebracht und alles wird rausgerissen und die Zwiebeln werden reingesteckt und ich freue mich schon total auf den Frühling dann. Und ja, es gab eben wie gesagt viel zu tun. Wir sind immer noch nicht fertig. Wir haben mittlerweile das Sofa. Ich sitze ja auf dem Sofa. Und Tisch und solche Geschichten fertig. Wir haben auch das Schlafzimmer soweit fertig. Aber es stehen halt überall noch irgendwie ein paar Kartons, die noch nicht ausgeräumt sind. Wir brauchen noch ein gescheites Bücherregal. Da wollte ich eigentlich hier vielleicht irgendwo was hinmachen. Aber irgendwie habe ich noch nichts Richtiges gefunden. Lauter solche Geschichten. Und ja, es gibt einfach viel zu tun. Und aus dem Grund kam ich leider nicht dazu, ein Video zu drehen. Und ich habe mein Ladekabel nicht gefunden. Ich hatte letztes Wochenende eigentlich schon mal vor, ein Video zu drehen. Dann habe ich mich dumm und dämlich gesucht und mein Ladekabel nicht gefunden. Und natürlich waren beide Akkus leer. Und das hat mich traurig gemacht. Darum habe ich mich heute auf die Suche gemacht. Ich habe es gefunden, wie ihr sehen könnt. Ja, darum kann ich jetzt auch endlich wieder drehen. Ich bin auch mal gespannt, wie das Licht im Schlafzimmer dann sein wird. Ich hoffe gut. Sonst muss ich mir irgendwie noch was überlegen, weil eigentlich ist das und das Schlafzimmer die hellsten Orte. Wir werden gucken. Ja, ansonsten gibt es eigentlich überhaupt nicht viel Neues zu erzählen. Ich hatte bei Instagram neulich mal gepostet, ob jemand Interesse hätte auf ein Instagram-Treffen. Wahrscheinlich dann wieder auf dem Weihnachtsmarkt. Wir können daraus ein YouTube-Instagram-Treffen machen. Wenn jemand von euch Lust hat, auch dabei zu sein, wir werden uns in Düsseldorf treffen, kann er das ja mal in den Kommentaren unten hinschreiben. Ich werde dann irgendwie so eine Doodle-Umfrage erstellen und dann kann jeder eben sagen, wann er kann. Und wo die meisten Leute können werden, werden wir uns dann treffen und ich freue mich schon total drauf. Und ja, lasst mich da auf jeden Fall mal wissen, ob ihr da Interesse dran habt und... ich glaube, jetzt habe ich erstmal genug gequatscht. Ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht, was ich noch erzählen kann. Nein, mir fällt jetzt so spontan nichts ein. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Es war einfach mal ein bisschen bla bla bla. Und es werden jetzt wieder mehr Videos kommen. Ich verspreche es. Ich schwöre es. Großes Indianer-Ehrenwort. Ja, ich weiß. Es war einfach viel los. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zugucken. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich sage bis dann. Tschüss.